Und ein bisschen. Also, ich finde es ja gut, dass man zumindest die Mission wieder neu von einem bestimmten Punkt weg weitermachen kann und nicht immer komplett von neu anfangen muss. Das ist einfach nur ärgerlich. So, schon mal. Jetzt habe ich zwei Bullen am Arsch. So, dann versuche ich mal, dass ich unerkannt bleibe. Bleibe wohlgemerkt. Na, fahr nur rein, ja? Dass ich ja die Bullen nicht loswerde. P, du kommt jetzt total unversehrt einer. Nein, da ist einer. Ich will hier verschwinden. Eieiei. Hinter mir Bullen, vor mir Bullen. Und ich bin am Verschwinden. Eieiei. Torero. Ich hatte noch nicht mal Bullenkontakt. Also die haben mich bis jetzt noch nicht mal gesehen. Vor dir ist einer. Ja, ich sehe es. Und das mit Argus Augen. Ja, shit. Oh yeah. Du darfst die Karre nicht kaputt machen. Ja, ich weiß. Oh, ich bin die Bullen los. Yay. 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 Haben sie den Knopf schon wieder im Ohr? Nö. Sie wollen doch auch was hören von dem Spiel, oder? Das Spiel höre ich. Das Spiel hörst du? Gerade zu. Langsam, langsam, macht die Karre nicht kaputt. Rechts, rechts. Komm ich da überhaupt durch? Ja. Sieht platzmäßig gut aus, jo. Und fahre ich mal den gelben Strichen nach. Mhm. So. Auch wenn es ein Mordsumweg ist. Ja, du darfst die Karre nicht kaputt machen. Ja, da ist Gegenverkehr immer ein bisschen scheiße. Alter, was sind das für ein Umweg hier? Ja, brutal. Alter, voll die Schlaufe. So. Bäh. Bäh. Ich bin nicht angetitscht. Das muss man auch erstmal hinbekommen. So, jetzt muss ich da irgendwo rechts hoch. Wen hast du? Trevor, oder? Nee, Franklin habe ich gerade. Franklin. Weil mit Trevor waren wir ja im Heli drin. Stimmt. Ich muss hier irgendwo hoch. Das heißt, ein Auto oder was? Ja, ja. Wir müssen ja zwei oder drei klauen. Irgendwie so war das. Kann ich mich recht entsinnen. Irgendwie so. Wenn du das kannst. Ja, natürlich. Das kriegen wir hin. In der munteren Dreiergruppe kriegen wir das immer hin. Zisch und knack und weg, oder? Ja. Das Auto hat eine Fahrlage, die ist behindert. So. LKW vorbei. Jetzt werde ich 2 Meter vorm Ziel, werde ich das Auto zerschroten. Glaubst du es? Ja, glaube ich. So, ich habe mich nicht entscheiden können. Ich wollte beinahe die goldene Mitte wählen. Wäre aber, glaube ich, nicht so wahlweise gut gewesen. Voll den Oldtimer am Start. Ja. Das ist schon ein schönes Teil irgendwo. Schön urig, schön alt. Bestimmt irgendwie mit so einem später mal mit einem Cheat erhältlich oder so. Ja, oder die fahren jetzt ein paar Mal rum. Echt? Ja. Oh. Ach du Scheiße. Ach so, hey, den musst du abliefern. Devin Weston hier. Okay. Weston's Hangar ist up there on the left. Bin letztens da reingefahren, ey. Mhm. Aber ohne Einladung. Oh. 5 Sterne. Deluxe. Ich glaube 4 waren's. 4? Hab mich aber eine Weile gehalten, links. Ja. So. Ich übergebe mal wieder. Jawohl. Warum fickt er das Auto? Keine Ahnung. Weil es ihm Spaß macht. Ja, jedem seins. Ja, das auf jeden Fall. For real. Like der mag das. Or this. Oh man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal.
Der wird uns so prellen, glaubst du es? Wenn wir nie Geld für die Jobs kriegen, was er uns anschleppt. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah. Just take any car and go. Nimm einfach irgendeine Karre und fahr. Okay. Okay. Nimm dir eine Karre und hau ab. Der startet doch einfach mal frei weg durch. So, dann fahr mal zum Ausgang. Eieiei. Super, gelbe Markierung. So, bestanden. Okay. 50%. War aber klar. Ja, klar. Was verlangt man denn? So, was können wir jetzt machen? Wir sind grün, wir können grün haben, wir brauchen grün. Dann fahr zum L. Vielleicht ist es ja die nächste Karre. Wir haben ja vorhin auch L gemacht, oder? Nee, D, oder? War das D? Wollen wir nochmal D machen? Ja, ist da noch ein D? Da war gerade ein neuer Anruf. Ja, komm vor. Ich habe dir einen großen Gefallen getan. Jungchen, Martin Madrasso braucht Hilfe bei irgendwas. Aha, Michael. Okay. Ah, MZ da oben. Nee, nicht so weit oben. Da, rechts. Siehst du das kleine MZ nicht? Ah. Oh mein. Oh mein, ist das klein. Ja, das ist aber trotzdem noch für Michael. Ja, könnte sein. Was machst denn du? Weiß ich nicht. Jetzt fahr zu deinem Punkt, zu deinem L. Die Missionen laufen uns nicht weg. Würde ich jetzt mal so sagen. Die kommen schon noch. Die können wir schon nochmal machen. Oder können wir schon machen. Irgendwann mal. Wenn wir Lust und Laune haben. Jepadabadu. Jepadabadu. So. Wuhu. So viele LKWs. Oh fuck, Alter. Wow. Die LKWs sind ja der. Wow. Alle auf einen Haufen. Alter, für gerade einen Klatscher, da brauche ich jetzt hier aber fetten Applaus. Kriegt er fetten Applaus. Wenn er fetten Applaus verlangt, dann kriegt er Applaus. Ne? Bis es klatscht. Ja. Eieiei. Wir sind heute gut drauf, oder? Volle Kanne. Volle Kanne. Zack. GTA einfach, Junge. GTA einfach. Da muss man Spaß haben. Egal wie schlecht das mal an dem Tag drauf ist, GTA zieht alles aus dem Arsch. Jawohl. Jawolli? Puta madre! Huhu! So. Ich würde gerne den fetten Donut ins Rollen bringen. Den fetten Donut ins Rollen bringen? Ja, Mann. Fahren jetzt etwa mehr Taxis ja, rum? Ja, scheinbar schon. Jedes zweite Auto, wo wir dagegen fahren, ist ein Taxi mittlerweile. Irgendwie komisch. Entweder fahren wir irgendwo seltener dagegen. Was geht ab? Smoke on the water, unsere Lieferwagen ist gerade geklaut worden. Was machen wir jetzt? Mann, wir können doch nicht. Ja, okay. Dann braucht uns das P wieder. Was machst du? Ja, ich wollte auf Info gehen, aber... Da musst du nicht auf Info gehen. P Fragezeichen oder was? Nee, P normal. P normal ist unser Geschäft. Normalerweise. Immobilienmanagement, ja. Wieso P? Keine Ahnung. Dann machen wir das mal, oder? Helfen wir unsere Immobilie, damit sie uns weiter Geld in die Kassen spülen können. Super. Legen wir ein paar Crack-Junkies um. Genau. Die was gegen Dope haben. Ziemlich zwielichtige Gegend. V.
voll, weil lauter Begegnungen sind. Ja, und so komische Industrie. In Bürtistraße sind wir definitiv noch nie gefahren. Wusste ich auch nicht, ne? Voll gruselig. Ohne Scheiß, die Stadt ist aber definitiv so groß, die könnte ich mir nie auswendig. Nicht so schnell merken. Nee. Man musste wirklich Tage und Wochen in dem Spiel verbringen, dass du wirklich die Stadt in- und auswendig kennst. Ja, irgendwelche Cracks haben schon drauf. Ja, keine Ahnung. Mit 200 Tagen Spielzeit oder sonst Scheiß. Alter, was biegst du jetzt ab? Was fährst du auch da rein? Ja, ist schon klar. Musste gesagt werden, oder? Fahr zu deinem P. Rechts. Den Hügel hoch. Ja, ist schön abgelegen. Oder kann ich? Alter, was? Fahr durch. Huch. Nimm die offene Ecke. Ich will keine Maut zahlen. Was? Ich bin kein Ausländer. Stimmt. Ausländermaut. Autobahnmaut, wohlgemerkt. Hol den Transporter zurück. Ja, schön. Ach, da oben fährt er. Der flüchtet. Den schiebe ich lieber über die Kante, oder? Nee, du sollst ihn zurückholen. Es ist keine Mission Tod oder lebendig. Das ist es lebendig, ne? Du musst die nächste links. Over the dump. Oh, geile Ecken, ohne Scheiß. Rechts runter. Alter. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, voll nicht. Der kennt sich aus. Ja, der kennt sich aus. Wir leider nicht. Wir haben diese Ecken noch nie gesehen. So. Gleich so halb rechts. So geradeaus durch. Nicht ins Wasser. Auch ein Vorteil. Okay, doch quer. Alter! Da hinten fährt er hoch. Ah, ist doch nicht so tief. Hui. Komm, zieh rechts rüber. Es ist nur ein kleiner Bach. Lauf. Du hupst. Ist nicht wahr. Ich wollte es nur gesagt haben. Da links war die Auffahrt. Ist nicht wahr. Doch. Da, guck, rechts. Jetzt ist er weg. Nee. Doch, weil du zu lange rumlamentiert hast. Was habe ich lamentiert? Der ist weg. Der würde aber normal hier sein. Der ist weg. Der ist weg. Nimmst du halt den Jeep. So. Wo wollte man hin? Wir wollten zum L fahren, oder? Schauen wir mal. Fuck. Alter Wichser. Aber jetzt haben wir Ecken freigeschaltet, wo wir noch nie lang gefahren sind. Stimmt. Stimmt. Also ab zum L. Ja, ein paar Ecken müssen wir ja noch erkunden. So, auf den Atommüll freue ich mich noch bei meiner Version. Da müssen wir uns aber verdammt gute Themen zurechtlegen, die wir haben. Ja, weil es ist echt kein Highlight. Nee, das ist wirklich eineinhalb Stunden haben wir gebraucht. Ja, ungefähr. Den ganzen Atommüll zu sammeln. Also in die Kommentare ein paar Themen, die wir dann anschneiden sollten. Ja, ja. Ja, ein paar Vorschläge. Ein paar reichen schon, so 10, 11 dürften reichen. Ob Knorr oder Magi oder so. Knorr oder Magi? Ja, scheißegal. Was bist du, Knorr oder Magi? Ja, keine Ahnung. Yin oder Yang? Ying. Echt? Klingt cooler. Ja, voll Yang. Ja, weil Yang bist du irgendwann nicht mehr. Verstehst du? Ja. Wenn man jetzt das Englische... Ja, aber Yin, wann war es jemals Yin? Zumindest würde ich sein. Verfluchte Axt. Oh. Was ist eigentlich Yin? Ist das das Schwarze oder das Weiße? Huch. Was? Geile Grafik. Yin ist gut. Yin ist das Weiße? Mhm. Licht. Ah, okay. Schatten. Wusste ich nicht. Und so. Naja, Sulzkäse. Yin und Yang. Gut und schlecht. Gut und böse halt immer im Auge des Betrachters, weißt du? Ja, genau. Gut ist ja nicht gleich gut.
Und das Gute kann ohne dem Schlechten nie existieren. Richtig. Deswegen das auch das Symbol. Das spiegelt eigentlich so viel wieder. Voll. Ja. Blond oder brünett? warum zackt denn der so? Keine Ahnung. Vielleicht rutscht der. Der zieht mir voll nach rechts. Ach, du hast eine Beule irgendwo. Da, dein Rad blockiert. Ja, voll. Ja. Ja, durch den einen Walljump, Junge. Ja, das Fahrrad will ich mir jetzt auch nicht schnappen. Nee. Alter. Ja, da wird die Achsaufhängung gebrochen sein. Bei der schönen Aktion.